250 kriegt die schwarze Flagge. Warum? Ja, weil der Schwarz auch was gemacht hat. Wieso hast du uns gelb-rot gezeigt? 250, nicht wir. Ach so. Bei dem Regen haben wir jetzt natürlich die Arschkarte, ne? Da soll man ja jetzt bei uns hinfahren, dass bei dem Regen schon mal was. Was heißt denn gelb-rot? Regen oder Öl, und wenn es nach oben zeigt, dann heißt es Regen, falls es da einer nicht gemerkt haben würde. Das haut uns jetzt natürlich alles kaputt, ne, der Regen. Da konnte man ja nicht mit rechnen, dass der mal regnet. Scheiße. Wie bist du da überhaupt gerade so weit abgeschmiert? Was? Gerade bei der Rechtskurve, da bist du voll weit rausgekommen. Das ist jetzt die zweite Bestätigung.
viel Uhr fahren bei 11? 50. Was? Naja, bei 11. Was haben wir denn jetzt? Je nachdem, fahr los, fahr los, fahr los. Jetzt soll ich doch nach dem gehen. Genauso 11 angezeigt, ich weiß gar nicht, wo dran ist. Warum hältst du den anderen da schon 11 stehen? Was haben wir jetzt? 12,19, ne? Ja, 12,19, 86. Später ist es so, pass auf. Ja, was dann muss ich denn beim Schild sagen? 58. 58, gut. Ich zähle jetzt nach dem Ding mit und stoppe hier gleich selber. Du musst ganz normal stoppen, gleich musst du richtig stoppen. Ich zieh aber nach dem Ding jetzt mit. Ja, Alter.
ja Platz, aber dann machen die so Platz, dann muss ich von der Ideallinie runter, dann bin ich so schnell und dann passt das nicht mehr. Ja, aber die kennen die Ideallinie vielleicht einfach nicht in dieser Situation. Katastrophe, ja. Sagen oder guckst du selber? Nee, du musst schon mal ansagen. Ich kann hier nicht hingucken gehen. Okay.